Ja, guten Morgen, Leute. Wir sind hier in Kiel-Heikendorf auf der Forelle. Wir haben heute unsere Angelausfahrt des Vereins der Alster Sportfischer e.V. Ja, und wir wollen so ein bisschen gucken, dass wir Dorsche kriegen, ein bisschen Fisch auf jeden Fall. Und ich lade euch gerne ein, mitzukommen. Und ja, da wollen wir mal gucken, ne? Also, viel Spaß mit dem Film. Sehr optimistische Gesichter sehen wir hier schon. Richtig. Hallo. Ahoi. Es ist noch sehr dunkel heute Morgen. Wir haben es ja noch früh. So gegen 6 Uhr morgens. Und da ist der Darek. Der ist da. Ja. Ute. Oh, guten Morgen, Charlie. Der Tobias. Und so eine kleine Frau. Ja, die Frau vom Egon. Ja, so, hier sind wir jetzt in der Kombüse. Hier ist schön warm und lecker. Und hier werden wir uns ein bisschen aufhalten, gleich jetzt Frühstück und dann sehen wir weiter. Ah, hier sind Berge vom Brötchen. Und literweise Kaffee. Und sie lassen sich alle gut schmecken. Hier werden schon fleißig die Routen zurechtgemacht mit den Geheimködern. Ja. Sag Frank. Moin. Alles gut? Klar, Logo um hier. Hi. Ist er doch da. Hi. So. Route an Route. Da habe ich gerade erzählt, wie groß der Dorsch war vom letzten Wochenende. So, es geht los. Das ist der Aale-Dieter hier vorne. Aale-Dieter, ich gebe dir auch gleich Aale-Dieter. Der hat die Rüsselpest, ist trotzdem mitgefahren. Seine.
da liegt schon der erste dort drin. Leider war ich bis jetzt der Einzige, der angefangen hat. Aber die optimistischen Gesichter sind immer noch vorhanden. Was ist das denn da oben? Das ist eine Dorschkillerin. Ja. Schon gut aus. Da zaubert dem glücklichen Finger gleich ein Grinsen aufs Gesicht. Guck mal. Da geht sofort die Mundwinkel an die Ohrläppchen. Ja, so geht das. Ist ja noch gar nicht zu sehen. Stell dich nicht an! Wo will der denn hin? Man sieht ihn aber noch da, komm da! Yes! Oh, sehr schön! Oh! Ja, dann komm da! Du kriegst ihn nicht hoch. So, hör mal auf. Leute, der Gaff. Gaff! Komm mal, einer mit Gaff oder nicht? Ja. Ja. Ja.
Warte auf. Oh, das ist aber schön. Ja, der sieht doch gut aus. Ja. 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 Hier liegt auch ein Zettel aus, wo man dann gucken kann, wie man richtig angelt. Genau. Aber unsere Dorsche haben das Gott sei Dank nicht gewusst. Wir haben immer gemeint und so geangelt, wie wir immer angeln. Ein paar schöne Dorsche gefangen worden. Das ist ein Wittling. Da hinten ist ein Goldbutt, das kann man erkennen an den roten Punkten. Ja. Ja, dieser Krebs, der ist aus dem Dorsch aus dem Maul rausgekrochen. So ist es. Jetzt, das überlebt aber auch nicht, das überlebt er nicht. Ja, nach dem Fangen, dann kommt natürlich auch das Auseinandernehmen. Die Möwen, die holen sich auch ihren Teil.
So Leute, der Angeltag ist vorbei. Wir haben relativ gut gefangen, nicht die Mengen, aber dafür auch große Fische. Also die größten Fische mit 71 cm und das war auch schon beträchtlich. Wir fahren jetzt wieder nach Heikendorf und von da aus geht es mit dem Bus nach Oldenburg. Ich verabschiede mich, wünsche viel Spaß mit dem Film und sage Tschüss zusammen.